Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sternzeichenlegung für den September 2024. In diesem Video geht es um Wassermann. Also Sonne, Mond, Aszendent. Wenn das in deinem Geburtshoroskop im Sternzeichen Wassermann steht, dann bist du hier genau richtig. Und auch natürlich, wenn du für jemand anders zuschaust, herzlich willkommen. Ja, ganz spannende Zeit, oder? Ab dem 2. September geht bis zum 19. November der Pluto ja wieder zurück in den Steinbock, beziehungsweise er befindet sich dann da. Und das kann natürlich nochmal ein paar ganz besondere Momente uns bescheren, um es mal so auszudrücken. Und ja, es geht immer darum, wie gehen wir damit um? Und ja, vielleicht hilft hier die Legung ein bisschen für dich mehr Klarheit zu bekommen und auch für dich ein bisschen mehr dein persönliches inneres Standing zu festigen. Also ich gebe mir zumindest Mühe, dass da sowas bei rauskommt. Es ist eine allgemeine Legung, sie muss nicht auf dich zutreffen, kann aber. Und ich hoffe, dass da einfach trotzdem genügend Impulse für dich dabei sind, auch wenn es nicht so auf dich zutrifft, dass du damit was anfangen kannst und deine Zeit hier nicht verschwendest. Das möchte ich nämlich auch nicht. Also. Ja, mein Name ist Claudia Birgit, ich bin Numerologie-Expertin, spiritueller Coach und Profi-Kartenlegerin. Das bedeutet, ich erstelle numerologische Persönlichkeitsanalysen, die richtig in die Tiefe gehen. Seelenplan, Lebensaufgabe, Potenziale, Fähigkeiten und auch natürlich Blockaden. Was hast du alles mitgebracht? Ich könnte jedem Menschen einen Tag nach seiner Geburt, sobald er Name und Geburtsdatum hat, eine Persönlichkeitsanalyse erstellen. Da weiß noch niemand, wie das Leben läuft, aber ich kann dir sagen, was du mitgebracht hast und was deine Aufgaben sind. Super spannend, oder? Ja, das kann die Astrologie natürlich auch und das kann auch das Human Design. Das sind Dinge, da dürfen wir nicht unterschätzen. Das sind ganz, ganz alte Wissenschaften, beziehungsweise das Human Design nicht ganz so alt, aber es ist letztendlich auch sehr, sehr tiefgehend, also beziehungsweise hier die ganzen Tools, die wir nutzen können, um uns besser kennenzulernen und auch uns besser auf uns selbst zu fokussieren, damit wir halt das Leben leben, was wir auch leben möchten und nicht als Spielfigur, die gespielt wird, irgendwie durch die Gegend laufen. Das ist letztendlich auch das jetzt gerade, was hier auch dem Ende zugeht, dass wir das immer mehr erkennen. So. Okay, apropos, wenn du da mehr wissen möchtest für die Dinge, auch die Kartenlegung, wo ich die Persönlichkeitsanalysen mit einbeziehe, die aber natürlich dann letztendlich der Hauptakt sind, also die Karten, dann schreib mich gerne an, tarot-zahlenmagie@gmx.de, findest du auch unten in der Videobeschreibung und jetzt lege ich los. Genau, also Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent für den Monat September 2024. Was ist hier die Botschaft? Was sind die Energien, die Tendenzen für die Wassermänner? So, und noch diese Karte hier. So, dann lege ich die mal hier hin. Und am unteren Kartenrand schaue ich natürlich wie immer zum Schluss. Okay, und dann schauen wir doch gleich mal, was ist denn hier? Der Start ist die Stärke, großartig. Ja, hier geht es darum, so die animalischen Kräfte zu zügeln, das Ganze in den Einklang zu bringen, in die Harmonie, in die Balance. Du siehst ja über ihrem Kopf eine liegende Acht. Da geht es um Balance und Ausgleich. Es geht darum, dass du in dir deine wahre Kraft auch entdeckst, die du dann natürlich logischerweise auch nach außen trägst. Ich gucke mal weiter, was hier noch, was dann noch dazu kommt. Dann haben wir die Transformation, den Tod. Sehr spannend. Die Feier, das Feiern, das Hoffen bzw. das Neubeginnen und den König der Schwerter. Also sieht auf den ersten Blick erstmal richtig, richtig gut aus, aber auch intensiv. Denn wenn der Tod erscheint, dann heißt es natürlich, es geht immer um Veränderung, es geht immer um Wandlung, es geht um Neuwerdung, es geht um Neugeburt. Das heißt, etwas Altes hat sich erledigt und ja, da darfst du dann vom toten Pferd absteigen. Es weiterzureiten macht nicht so Sinn. Die Stärke, die du entwickelt hast oder die du jetzt dabei bist zu entwickeln, diese Kraft, diese Macht in dir, die führt dazu, dass du dein Leben transformierst, dass Dinge sich wandeln. Also je mehr du wirklich in dir bist, deine innere Kraft, deine innere Macht anerkennst, weil wir haben sie ja alle, es ist nur nicht so, dass wir sie unbedingt leben. Ja, wir haben hier auch den Hinweis auf die Acht, also sprich auf den Selbstwert. Wie sieht's denn damit bei dir aus? Kannst du dich als enorm und zwar unermesslich wertschätzen? Oder bist du eher jemand, die sich selber oder der sich selber kleinredet und
ja, dem Geld hinterherläuft, anstatt dass es umgekehrt ist. Das Umgekehrte ist übrigens ja eine deutlich erstrebenswertere Situation. Und ich denke mal, da stimmt ihr mir alle zu. Das Blöde ist nur, ja, warum passiert es denn bei uns nicht? Ja, weil die drei Säulen Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstliebe nicht wirklich gut aufgestellt sind oder einfach mal gar nicht vorhanden sind. Das liegt dann daran, dass du in dieser Inkarnation die Aufgabe hast, diese Dinge zu entwickeln. Also auch hier sage ich eine 1, eine 4, eine 7 als erste Zahl im Geburtstag. Die erste Zahl. Das heißt, du bist vom Selbstbewusstsein her gut aufgestellt. Das heißt nicht, dass du es lebst. So, aber wenn du da schon mal die Anlage hast, dann ist das super. Wenn du ansonsten in deinem Geburtsdatum keine 6 oder keine 8 hast, dann hast du das Thema, ich darf mich um meinen Selbstwert kümmern und ich darf mich um die Selbstliebe kümmern. So, das heißt, wenn du natürlich am 8. Geburtstag hast, zum Beispiel, dann bist du zwar, hast du zwar den Persönlichkeitsanteil Selbstwert bekommen, aber du hast das Selbstbewusstsein nicht. Das darfst du halt entwickeln. So, also wie gesagt, das sieht man natürlich alles dann nachher in der Analyse. Aber hier, also wie gesagt, erkenne deinen wahren Wert, deine Stärke, die Macht, die in dir wohnt, die eigentlich nur darauf wartet, dass du sie auch lebst. Das heißt natürlich nicht, dass man mit dem Holzhammer durch die Gegend läuft und alles wegboxt und wegprügelt, was einem da im Weg steht und was da nicht mit einem selber einverstanden ist, sondern es geht einfach darum, dass du diese innere Stärke entwickelst und erkennst, welche Macht du hast. Weil wir haben mit der Acht die Macht. Und damit am liebsten, am besten natürlich die Eigenmacht und nicht die Macht, den Machtmissbrauch. Das ist natürlich der negative Aspekt. Es wandeln sich die Dinge. Also mit so viel Kraft kann das Alte nicht mehr bestehen bleiben. Es muss gehen, es darf sich wandeln, es darf sich auch in Wohlgefallen auflösen. Und das Wohlgefallen zeigt sich unter Umständen eben so, dass du vielleicht traust du dich tatsächlich mehr nach außen zu gehen. Vielleicht ist jetzt die Zeit, dass du erkennst oder erkannt hast schon bereits, dass diese alten Dinge nicht mehr funktionieren. Wassermann ist ja wirklich das Zeichen, wo jetzt der Pluto dann am 19. November wieder mal in dieses Zeichen wandert. Und was war das nach 284 Jahren? Also das heißt, Pluto als Langsamläufer und wenn der jetzt für die nächsten 20 Jahre dann im Wassermann bleibt, da geht es um Weitblick, da geht es um Gleichberechtigung, da geht es um Ideen, Visionen, da geht es wirklich um Pioniergeist. Und natürlich jeder, der Wassermann-Qualitäten in seinem Horoskop mitträgt, egal ob als Sternzeichen, also Sonne in Wassermann, den Mond in Aszendent, das sind alles sehr, sehr wichtige Energien, die da in den entsprechenden Feldern wirken. Und ja, da würde ich mal sagen, da ist Grund zu feiern, da gibt es einen Neuanfang. Vielleicht tust du dich mit vielen zusammen, in Freude tust du dich mit vielen zusammen, mit einer Gruppe zusammen. Vielleicht bist du dabei, ein Team zusammenzustellen und hier gibt es den Startschuss, hier wird gefeiert für eine zukünftige wundervolle Zusammenarbeit, weil Wassermann ist ja die Energie der vielen. Der Uranus als Regent des Wassermann, der sprengt ja sowieso ganz gerne mal so alles ein bisschen weg, was da nicht mehr so der Freiheit. Wassermann-Freiheitszeichen, was so der Freiheit entspricht. Ja, und wir haben jetzt natürlich perfekte Voraussetzungen, auch wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen rumstruggeln und hier September, Oktober, November da noch so ein bisschen wieder mit dieser Steinbocknummer zu tun haben. Ich kann jedem nur empfehlen, leg die Aufmerksamkeit bitte nicht in die äußeren Umstände. Weil das sind alles nur gedankliche Vergangenheiten. Alles, was in deinem Außen ist, ist deine gedankliche Vergangenheit, kollektiv gesehen natürlich auch. Alle Muster, die das Kollektiv mit sich rumträgt, die Ahnen, die noch nicht erlöst sind, die Ahnenthemen, die eigenen Themen natürlich, die auch noch nicht erlöst sind, dieses Kleinheitsding und so weiter. Dieses, ich sage jetzt mal ein ganz böses Wort, diese Arschkriechermentalität, die hier oftmals herrscht in Deutschland. Das ist etwas, was jetzt mal aufgelöst werden darf. Der Mensch darf erkennen, welche Macht er selber in sich trägt und darf Nein sagen und darf sagen, ich mache damit nicht, ich mache da nicht mehr mit, ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung. Ich schaue jetzt, wo ist meine Blumenwiese? Da geht's hin. Der Rest interessiert mich nicht. Du kannst die äußeren Umstände nicht leugnen, gar keine Frage, aber du kannst sie ignorieren. Du kannst deinen Fokus auf das setzen, was du willst. Und wenn du das ausschließlich machst, bist du unfassbar stark. Solange du der Angst gehorchst,
und das tust, was die Angst will, weil es könnte ja sein, dass du einen Schaden nimmst. Es könnte ja, man muss doch informiert sein. Ja, man muss in Form gebracht werden. Das denken so einige. Nein, man muss nicht informiert sein. Das Einzige, wo ich mich informieren möchte, ist über die Dinge, die mich wirklich interessieren. Der Rest, den kriegst du ja sowieso immer mal mit. Ne? Also es geht ja nicht so, dass hier Nachrichten an mir vorbeigehen würden, aber ich suche sie nicht. Also das heißt, ich habe ein Gmx-Postfach, das heißt, oder ein E-Mail-Fach, das heißt, dass ich automatisch immer so Schlagzeilen und das natürlich auch in der App und so weiter und so fort. Also es gibt immer Dinge, oder du gehst beim Einkaufen los, siehst da die Bild-Zeitung und schaust, was da so oben drauf steht, die Schlagzeilen. Also es gibt immer wieder Momente, oder bei YouTube, wenn ich auf meinem Rechner YouTube öffne, dann habe ich da auch natürlich immer wieder Dinge. Oder ja, wie gesagt, Gmx auf dem Rechner, Nachrichtenschwämme ohne Ende. Brauche ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Ein paar Dinge interessieren mich natürlich schon, aber letztendlich einfach nur, ja, weil es halt so der aktuelle Stand der Dinge ist. Und ich überprüfe tatsächlich auch anhand dieser Nachrichten dann, wie bin ich jetzt innerlich aufgestellt? Falle ich jetzt in die Angst oder gucke ich mir das einfach nur mit Abstand an und denke so, okay, das läuft also jetzt. Und ja, das ist eigentlich der Punkt, dass du dahin kommst, dass du das Ganze als Beobachter siehst, aber dass du weißt, das hat nichts mit dir zu tun. Solange, bis du in die Angst fällst. Also Angst ist keine Option. So, also wir haben hier freudige Zusammenkünfte, freudige Ereignisse, Feiern, Feste feiern, wie sie fallen. Also du hast mit Sicherheit jetzt im September Grund zur Freude. Und das Schöne ist, du hast es selber verursacht. Ist das nicht toll? So, und dann haben wir hier den Stern. Das, was du da anfängst, diese Feierei, die hat irgendeinen Hintergrund. Die hat eine Basis, die hat, ja, vielleicht wie gesagt, eine Teambildung, eine Firmengründung. Du hast eine tolle Idee, die jetzt wirklich in die Umsetzung kommt und alle freuen sich, die damit beteiligt sind, weil es einfach so großartig ist. Das muss gar nichts Großes sein. Es muss jetzt nicht den ganzen Globus bewegen oder, falls du ein Flacherdler bist, das muss auch nicht die Scheibe bewegen in irgendeiner Form. Also es geht darum, dass du für dich deinen Weg einfach findest und dass du die Dinge umsetzt, die auch umgesetzt werden wollen. Sprich, deine Potenziale hast du dir auf Seelenebene vorgenommen, die möchten hier bitte inkarniert gelebt werden und die Schöpfung möchte durch dich sich ausdrücken. Und dann ist dieses Unternehmen, was hier kommt, steht unter einem richtig guten Stern. Schutzkarte des Tarot, mehr geht nicht. So, und den König der Schwerter, das heißt, du wirst wahrscheinlich auch an der Spitze sein. Du wirst derjenige sein, der die ganzen Dinge lenkt. Der oder die, ne, so. Und ja, hier werden klare Entscheidungen getroffen. Hier geht es wahrscheinlich dann auch wirklich darum, dass hier gesagt werden muss, okay, das passiert jetzt, das passiert als nächstes und so weiter. Also hier eine gewisse Planung. Entweder du als Chef sozusagen, Chefin oder eben zusammen mit deinem Team, aber einer muss ja immer der Leithammel sein. Und hier haben wir halt diese Königsenergie. Und das bist entweder du oder es ist jemand, der diese Rolle für dich oder da in diesem Bereich, in diesem Konstrukt übernimmt. Also, ich denke, das bist du. Du bist da derjenige, der Leithammel, der die Dinge letztendlich bestimmt. Was ja auch, ja, einer muss es ja tun, ne? Also insofern ist immer gut, dass man jemanden hat, der vorläuft und dann der Pionier, der halt auch die Verantwortung hat, der die Verantwortung auch gerne übernimmt, weil es einfach sein Job ist, seine Rolle ist, die er sich vor dieser Inkarnation ausgesucht hat. Und am unteren Kartenrand, alter Schwede, ja, passt, perfekt. Also, 5 Schwerter ist natürlich die zweitliebste Hasskarte im Tarot, in Anführungsstrichen, weil die spricht halt natürlich, im Prinzip ist das die kleine Arkana, die kleine Schwester vom Teufel. Wir haben hier Narzissten am Werk, wir haben hier Psychopathen am Werk, wir haben hier wirklich Lug und Betrug und über Leichen gehen am Werke. Und natürlich hier ist das Thema Niederlage. Und es ist halt die Frage, ne? Also diese Dinge, die dann bisher ja vielleicht auch da waren. Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten in deinem Job. Vielleicht hast du Schwierigkeiten mit deinem Partner. Und vielleicht hast du Schwierigkeiten sonst wo, mit der Familie oder sonst was, mit Freunden. Und weil du immer wieder auf Narzissten triffst, weil du immer wieder auf Leute triffst, die dich übergehen, die dich nicht sehen, nicht hören oder dies, das, jenes. So, und hier geht's darum zu erkennen, dass du selbst die Ursache dafür bist, weil es kann im Außen nur das passieren und das gestaltet werden und das sich zeigen als Umstand, Sache, Mensch,
was auch immer, was du ausgesendet hast. Es sind ja immer nur Energien. Und wenn man das auf so eine sachliche Ebene hebt und aus diesen emotionalen Feldern rausgeht, dann kann man das auch wirklich ganz einfach so sehen. Ursache, Wirkung. Nichts anderes existiert. Das heißt, die Ursache für alles bin ich selber. Ich bin ein Schwingungsfeld, ich bin verdichtete Energie, das ist mein Körper, aber dieses gesamte Schwingungsfeld, was ich bin, diese Energiekörper, die wir ja auch haben, die beinhalten verschiedenste Frequenzen und die sind wir 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr am Aussenden, Senden, Senden, Senden. Diese Frequenzen strömen sozusagen aus uns heraus. Und diese Frequenzen müssen uns im Umkehrschluss natürlich genau die Ergebnisse bringen, die wir ausgesendet haben auf derselben Frequenz. Wenn du also, das hatte ich gerade auch als Kommentar bei jemandem beantwortet hier bei YouTube, wenn du also zum Beispiel, weil da ging es um Seelenpartnerschaften, wenn du also aussendest Verlustangst, dann wird dir dein Partner genau das erfüllen, dass du darauf getriggert wirst, dass du darauf hingewiesen wirst, dass du diese Energie in dir trägst, Verlustangst. Und das bedeutet, der geht fremd. Nicht nur einmal, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal. Oder du machst dann Schluss mit demjenigen und oder derjenigen, ist ja Männlein, Weiblein, ist jetzt völlig wurscht. So, also auf jeden Fall, es wird fremdgegangen und man macht dann Schluss mit dem Partner und so, dann kommt der Nächste, der macht dasselbe, der Dritte macht dasselbe, der Vierte macht dasselbe und dann stehst du da und denkst, hä, wieso passiert mir das denn dauernd? Ja, weil du es aussendest. Du selber sendest es aus. Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwert, wie sieht's damit aus bei dir? Warum sind Verlustängste da? Ja, und dein Partner ist dafür da, um dir das zu zeigen. Also das heißt, das Außen ist ohne Ausnahme, ohne jede Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme. Das Universum macht keine Ausnahme. Und es funktioniert auch nicht in dem Punkt, weil es dir gut gefällt. Ja, da funktioniert es. Nee, aber in anderen Punkten funktioniert es nicht. Also da geht das nicht. Das Universum macht da keine Unterschiede. Es funktioniert immer und es sagt immer Ja zu allem. Du sendest aus, ich bin ein Idiot. Du bekommst Menschen, die dir zeigen, dass du ein Idiot bist. Beziehungsweise die zeigen dir, was du über dich selber denkst. Es ist im Prinzip so einfach, ne? Und doch so schwer. Okay, also ich glaube, das ist hier erstmal soweit klar. Ich finde, das ist super. Hier geht richtig was gut. Hier wird etwas gewandelt und es gibt Grund zur Freude. Der Neustart ist da und eben was wird gewandelt? Du erkennst wahrscheinlich, aufgrund dieser Dinge hast du jetzt endlich mal die Schnauze voll von dem und sagst, stopp, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Ich entwickle jetzt hier, ich bin noch mehr wert. Ich habe doch mehr Kraft. Ich bin doch kraftvoll. Ich bin noch mächtig und machst dich endlich mal gerade für dich und das kann Wunder in Bewegung setzen. So, jetzt möchte ich gerne mal wissen, was ist denn hier für Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent hier für den Monat September noch im Verborgenen, was aber dennoch wirkt. Was ist im Verborgenen, wirkt aber dennoch. Okay, ach nee, Moment, ich lege dies mal woanders hin. So. Ja, tada, die 5 der Schwerter. Also hier sind wirklich noch toxische Dinge am Werke und die wirken. Also mach dir bewusst, was in deinem Leben jetzt wirklich nicht mehr zu dir gehört, was dir schon lange stinkt, wo du sagst, das funktioniert, das passt schon lange nicht mehr zu mir und ich habe es immer noch ertragen, weil ich hoffte, es wird sich bessern, er muss sich doch ändern, sie muss das doch einsehen und sie muss das doch verstehen, er muss doch mal endlich ein bisschen romantisch werden und wie kann er nur, und er hat bestimmt Einsicht, der wird nie wieder fremdgehen, haha. Ja, also ändere deine Einstellung und dann ändert sich dein Außen. Nichts anderes geht. Es ist wirklich, es ist so ausschließlich. Deswegen bin ich auch so hartnäckig da, was das angeht, weil es ist so wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir ein glückliches Leben haben wollen. Wir sind die Ursache für alles. Niemand anders kann für uns glücklich sein. Niemand anders kann in uns irgendetwas einpflanzen, wie Schmerz, Traurigkeit und so weiter, das ist schon vorher da und der drückt lediglich die Knöpfe. Und so unangenehm das sich auch manchmal anfühlt und wir sagen würden, oh, der ist schuld, der ist so doof und ne, so und so weiter und so fort und ich würde am liebsten anwürgen, wiederbeleben, wie auch immer. Das sind alles diese Dinge, die wir verursacht haben. So, also müssen wir unsere Einstellung ändern, um dann im Außen etwas anderes als Ergebnis zu bekommen. Und ich bin auch gerade dabei, ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich bin nämlich auch gerade dabei, meine eigene Einstellung bezüglich meines einen Nachbarn zu ändern.
und ich merke schon, wie es Früchte trägt. Also da hatte ich echt mit zu tun, weil der mir auch einiges gespiegelt hat. Und ich weiß das sehr genau, dass es mein Thema ist. Aber das Ego möchte es gerne auf den anderen abwälzen. Aber das lasse ich auch nicht mehr zu. Aber da braucht es auch für mich ein bisschen Zeit, dass ich da durchschnaufe, dass ich das sacken lasse, dass ich dann auch wirklich den Dreh finde. Aber ich weiß nur, ich kann es tun. Das kann kein anderer für mich machen. So, zack. Den König der Schwerter, den haben wir hier auch. Gucke mal einer an. Also auch die Klarheit möchte gelebt werden, und zwar aktiv, weil der König ist immer das extrovertierte Modell. Und das heißt nach außen gerichtet. Er zeigt seine Klarheit, er ist entschieden. Und hier geht es darum, dass du dich wirklich, schön, dass die nebeneinander liegen, genauso wie hier, ist das nicht spannend? Es geht um die Entscheidung, um die Klarheit, dass du wirklich weißt, so geht's nicht mehr. Ich lasse mir jetzt nicht mehr auf der Nase rumtanzen, ich lasse mich nicht mehr belügen, betrügen und so weiter, weil ich bin jetzt selber ganz ehrlich zu mir. Und ich erlaube das nicht mehr, weil ich bin mehr wert. Ich bin liebenswert, ich bin es wert. Und mehr geht nicht als dieser Wert, weil jeder von uns ist natürlich liebenswert. Jeder von uns ist es wert, so blöde die Situationen manchmal sind. Aber die freie Wahl, der Verstand, der murkst natürlich diese Dinge darum, die dann passieren. Und deswegen, ja, Rolle rückwärts, in sich schauen, in sich ändern, Einstellung verändern. Und das Ganze wirklich auf eine neutrale Ebene heben, weil auf diese Sachebene, weil ansonsten hängst du in den Gefühlen fest, die da permanent ausgelöst werden und dann kommst du da nicht mehr raus. Also Sachebene. Energie folgt der Aufmerksamkeit, Ursache, Wirkung, innen wie außen. Noch ein König, wunderbar. Also ich glaube schon, dass du, jetzt auch der König der Stäbe, ich glaube schon, dass du jetzt im September so viel Kraft in dir mobilisierst. Also da muss jetzt wirklich was sein, wo du so mächtig, aber so richtig mächtig die Nase voll von hast. Also hier scheint irgendjemand es auf die Spitze zu treiben, so dass du dann irgendwann Stopp sagst. Sehr interessant. So, aber wirklich mit einer Power. Der König der Leidenschaft, der König der Klarheit, der ja zweimal hier ist. Und dann wirst du mit Kraft und mit deiner inneren Macht und mit deiner Leidenschaft, wirst du für dich einstehen. Und du wirst Entscheidungen treffen, weil du Klarheit hast. Und dann wirst du dem Ganzen ein Ende machen und dann transformierst du das nämlich auch alles hier, diese komischen Geschichten. Und dann kommt hier Party on. Ich sag's dir. Feiern, feiern, feiern. Sehr schön. So, was haben wir jetzt noch hier mit dem Lenormand für Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent? Was haben wir hier noch für Energien für den Monat? Einmal den Reiter, gute Nachrichten sind unterwegs. Und ja, möglicherweise gibt es hier ein paar Verwicklungen, ein paar Umwege. Ja, der Reiter, wie gesagt, der sagt, es sind gute Nachrichten unterwegs, die Dinge sind in Bewegung. Und es kann auch sein, dass hier die guten Nachrichten eben die Verwicklung betreffen. Vielleicht dachtest du, bist du bisher auch in Situationen wirklich verwickelt. Und die gute Nachricht ist, es klärt sich. Vielleicht ist irgendetwas, dass du auf eine Antwort von etwas wartest, weil der Reiter eben auch für Post steht. Vielleicht wartest du noch auf eine Antwort von etwas, eine Zusage oder dass sich wirklich etwas klärt. Es kann auch ein Gerichtstermin sein zum Beispiel, der dann, wo diese Verwicklungen, die da vorher waren, dann wirklich geklärt werden und du kriegst das Urteil und alles ist schicki. Also es kann sein hier auch, dass es um Zeitverzögerung geht, aber wie gesagt, die Sachen sind schon unterwegs. Das dürfte dann bald eintreffen. Spannend. So, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich Steine hier. Genau, jetzt möchte ich nochmal Steinchen ziehen. So. Welche Steine sind hier für die Wassermänner für den Monat September? Sonne, Mond, Aszendent, Wassermann, September. Da haben wir einmal den Phantom Quarz Embrace Change. Okay, also vielleicht bist du ja kein reiner Wassermann, sondern vielleicht bist du ein Wassermann, der einen Aszendent Steinbock hat oder einen Steinbock Aszendent Wassermann oder auch vielleicht auch Mond im Steinbock. Das könnte auch, nicht unbedingt Mond im Steinbock. Aber auf jeden Fall, ja, wenn es um Partnerschaften geht, geht es natürlich auch um Beständigkeit, logischerweise. Aber hier geht es um Wechsel. Und zwar umarme den Wechsel, den Wandel, die Transformation. Das Neuwerden. Es ist ja eh alles in Bewegung und es will eh alles neu werden. Und es verändert sich hier einiges. Der Phantom Quarz, der unterstützt dich. Überhaupt Quarz steht ja auch für Klarheit, also auch Bergkristall und so weiter. Wenn du dann
da Unterstützung brauchst, dass du ein bisschen schneller in die Klarheit kommen könntest, solltest, möchtest, dann leg dir einen Bergkristall zu oder ein Phantomquarz, geht natürlich auch. Fluorid ist auch Klarheit oder Rauchquarz, Zitrin, also diese Geschichten. Schauen wir mal, was wir noch bekommen. Also richte dich drauf ein, es wird sich wandeln. Wir haben ja auch hier die Transformation schon liegen. Und ja, vielleicht hast du der Welt etwas zu sagen, weil ich hier gerade diese vielen Menschen sehe. Und wir haben hier die, den Wandel und die 13. Und die 13 heißt eben auch, wenn du jetzt im Geburtsdatum als Tagesdatum die 13 hast, dann hast du natürlich erstmal, hast du ja gelernt, das Selbstbewusstsein angelegt. Und die 13 heißt, ich habe der Welt etwas zu sagen. Vielleicht bist du dabei, wirklich aktiv Dinge in Bewegung zu setzen, vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung heraus, dass du sagst, ich möchte, dass das anderen nicht mehr passiert. Oder ja, ich helfe dabei, Aufklärung und so weiter, auch eine Möglichkeit. Ansonsten ist auch, wenn du mit einem M beginnst, ist auch der 13. Buchstabe, da hast du der Welt auch was mitzuteilen. So, gucken wir mal. Was haben wir noch für eine? Ich möchte noch eine zweite Karte haben hier. Den Regenbogen Obsidian, wie schön, der kommt jetzt auch schon zum zweiten Mal. Heal your heart. Heile dein Herz. Und zwar heilst du es in dem Maße und in dem du tatsächlich deine wahre Macht erkennst und dass du den Dingen nicht hilflos ausgeliefert bist, dass du sehr wohl Macht hast und dass du Schöpfer bist und nicht Opfer. Also wechsle vom Opferbewusstsein ins Schöpferbewusstsein, so nach dem Motto, aha, ich mache mal Inventur, das heißt, ich schaue mir mal mein Leben an und betrachte all die ganzen Aspekte und schaue mal, stimmt es in der Partnerschaft, stimmt es im Beruf, stimmen meine Werte und so weiter, prüf mal alles irgendwie ab. Und da, wo du merkst, oh, da tut's weh und da ist auch noch nicht in Ordnung und so weiter, dann heilst du dein Herz, indem du tatsächlich von dir aus sagst, okay, ich ändere meine Einstellung. Wenn ich meine Einstellung ändere, sende ich andere Frequenzen aus. Und wenn ich andere Frequenzen aussende, bekomme ich andere Ergebnisse. So, damit heilst du dein Herz und der Regenbogen Obsidian, der ist nicht mehr so viel zu bekommen. Vielleicht hast du ja einen zu Hause. Dann kann der dich da unterstützen und der Phantomquarz mit ja, der Klarheit bezüglich des Wandels, der Veränderung, die stattfinden. Okay, jetzt möchte ich hier nochmal, die Karten sind echt riesig, eine Karte ziehen aus dem Manifestationskarten-Deck. Upsala, sie fällt von alleine raus, brauche ich gar nicht ziehen. Von The Secret. So, einen Freudensprung tun. Es ist witzig, dass diese Karte auch schon zum zweiten Mal kommt. Mit dieser kraftvollen Visualisierungsübung, die sich in weniger als 30 Sekunden durchführen lässt, kannst du dein Energieniveau erhöhen, die Manifestation beschleunigen und dein ganzes Leben verändern. Stell dir vor, soeben empfangen zu haben, was du dir wünschst und sieh dich selber vor Freude springen. Jawohl. Und wenn du merkst, dass es so stark die Energie, die Freude ist so stark, dann mach auch wirklich einen Freudensprung. Es muss ja keiner sehen. Es geht darum, fake it until you make it. Also das zieht sich hier auch durch die ganze Geschichte durch. Letztendlich geht es immer darum, wenn wir ein schönes Leben haben wollen, dann müssen wir unsere Energie und unsere Aufmerksamkeit drauf lenken und nicht auf den ganzen Quark, der sonst schief läuft. Wenn 10 Sachen toll bei dir sind und eine läuft schief, dann guckst du garantiert auf das, was schief läuft. Du machst dir nicht bewusst, hey, 9 Sachen laufen so, so, so toll. Und jetzt, okay, jetzt ist mein Auto kaputt, jetzt komme ich nicht zur Arbeit. Ja, egal, die perfekte Lösung ist bereits unterwegs. Es gibt immer eine Lösung und mein Leben ist so klasse. Da sind so viele Dinge, die so, so schön laufen, für die ich so dankbar bin. Wow, und jetzt, liebes Universum, liefer mir die Lösung. Ich erwarte sie freudig. Und dann lehne dich zurück. Und egal, und wenn die Zeit in Anführungsstrichen knapp wird, zeigt es auch nur eine Illusion. Du wirst die Lösung bekommen, aber du musst auch empfangsbereit sein. Es geht nicht, dass du sagst, die Lösung ist da und dann sagt dein Kopf, ja, wie soll das gehen, das kann doch gar nicht funktionieren. Ja, dann glaubst du nicht dran und dann kann es auch nicht sein. Dann machst du die Tür quasi in dem Moment zu. So, das ist interessant. Also Manifestation ist wirklich ein spannendes Thema, weil es letzten Endes tatsächlich super, super einfach ist, aber wir machen es uns super, super schwer, weil permanent unser Verstand dazwischen funkt. Okay, also ich habe hier noch eine Botschaft für dich, für Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent, und da fallen die das halbe Deck, das sind genauso große Karten. So, muss ich erstmal auf den Fußboden einsammeln. Jetzt mische ich nochmal, versuche zumindest, dann sind die auch noch glatt.
Okay. Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent. Schöne Karten kommen hier rausgeflogen. Die gucke ich mir mal an. Das sind zwei Stück. Oh, eine Querkarte. Unlock your heart. Also, du heilst dein Herz übrigens auch, indem du es aufmachst, indem du dich öffnest für die schönen Dinge, für die Liebe, für die Essenz, die Liebe, die du in Wahrheit bist. Also, verschließe dein Herz nicht mehr. Wenn du bisher Erfahrungen gemacht hast, die nicht so angenehm waren, dann beschließe doch, neue Erfahrungen zu machen und öffne dein Herz für all die schönen Dinge. Und auch die schönen Partnerschaften. Also wenn du hier irgendwie einen Idioten, dir manifestiert hast, oder eine Idiotin, dann hast du das manifestiert, weil du es bisher ausgesendet hast. Sende andere Dinge aus, dann wirst du andere Ergebnisse bekommen. Unlock your heart. Und wir haben auch mit der 35, die 3, die 5, da haben wir die 8 und die 8 heißt Balance. Hier bringst du nämlich, wenn du dein Herz aufschließt, das Ganze in die Balance und ins Gleichgewicht. Und temper your criticism. Das ist, die Karte kommt jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Zügle deine Kritiksucht, dass du immer überall was zu meckern hast, auszusetzen hast, einschließlich dir selbst. Ja, sei dir selbst dein bester Freund. Und überleg dir mal, mach dir mal klar, dass alle anderen, die du siehst, Seelen sind, inkarniert, genauso wertvoll wie du selbst. Und wenn du dir was Gutes tun willst, weil du merkst, du denkst du negativ, dann stell dich doch mal an dein Fenster, wenn du irgendwo wohnst, wo Leute vorbeilaufen, oder du gehst durch die Stadt, wie auch immer, und du begrüßt jeden geistig, der dir entgegenkommt, mit dem Satz, Hallo Seele, Hallo Seele. Du hebst automatisch, das klingt natürlich total blöd, weiß ich, man kommt sich auch doof vor, aber es macht Spaß, du hebst automatisch du hebelst deinen Verstand aus. Du gehst auf eine ganz andere Ebene und du beginnst, Menschen anders zu betrachten. Und dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, irgendjemand für irgendetwas zu kritisieren. Es gibt immer nur Ursache und Wirkung. So, jetzt möchte ich noch eine letzte Karte ziehen. Und zwar aus der Schatzkammer deiner Seele. Aber bevor ich das tue, muss ich tatsächlich ein bisschen Platz schaffen hier. Mit einer Querkarte habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber egal. So. Sehr, sehr schön. So, und die lege ich jetzt hier hin. Und jetzt kommt eine letzte Karte, eine schöne Affirmation für den September für dich. Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent. Was haben wir hier noch für eine Affirmation? Welche Botschaft ist für dich noch hier? Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent, September. Aha. Lebensaufgabe. Ich werde mir jetzt wieder bewusst, warum ich hier bin. Und das ist, glaube ich, ganz eng verknüpft hier mit der Kraft. Die Eigenermächtigung. Dir wird bewusst, wofür du hier bist. Ich kann dich gerne dabei unterstützen mit der numerologischen Persönlichkeitsanalyse. Dann kannst du das hast du greifbar. Ja, aber wenn du selbst schon weißt, okay, ich weiß, wohin mein Weg mich geht, ist das super. Ja, und wenn dir das bewusst wird, dann kommst du auch automatisch mehr in deine Kraft und erlaube es dir. Öffne dein Herz, öffne bitte unbedingt dein Herz, damit all diese schönen Dinge auch zu dir kommen können und ja, erwarte es mit offenen Armen. Wundervoll. Ich werde mir jetzt wieder bewusst, warum ich hier bin. Sehr, sehr schön. Ja, und jetzt möchte ich damit tatsächlich auch diese Legung schließen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gerne liken, kommentieren, Kanal abonnieren. Es interessiert mich brennend, was bei euch hier in dieser Zeit gerade los ist. Und es ist wirklich mega spannend. Deswegen freue ich mich über jeden Kommentar. Und ja, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war wirklich eine schöne Legung für dich und hat dir Kraft gegeben, Unterstützung gegeben. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. In diesem Sinne erstmal alles Liebe dir, hab einen schönen September. Namaste.